Hallo zusammen! Heute möchte ich ein Outfit of the Day mit euch machen. Doch ich möchte euch davor noch eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar geht es um diese Lederhose, die ich gerade trage. Die ist von H&M. Das ist einfach die klassische Lederhose, die sehr, sehr viele haben. Nur sie lag sehr, sehr, sehr lange bei mir im Schrank einfach nur rum. Ich habe sie wirklich nicht getragen. Und ja, es hat mich eine YouTuberin dazu inspiriert. Das ist die liebe Alina. Schaut mal bitte auf ihren Kanal. Der nennt sich Mia, Clara und ich. Ich finde, sie hat einen großartigen Geschmack und sie hat mich dazu inspiriert, wieder meine Lederhose aus dem Schrank zu holen und mal wieder anzuziehen. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich trage sie jetzt schon 2 Tage hintereinander, weil ich sie einfach so schön finde. Doch heute soll es um das Outfit of the Day gehen, was ich heute trage. Und zwar trage ich da, wie schon erwähnt, diese Hose. Ach, und noch kurz gesagt, schaut mal bitte auf ihrem Kanal vorbei. Sie würde sich, glaube ich, sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ja, die Hose von H&M, wie gesagt, ich glaube, die kostet 20 Euro. Die gibt es aber immer mal wieder. Darüber trage ich so eine weiße Bluse, die hat nur, die geht nur bis hier, die hat keine Ärmel dran, die ist eigentlich nur für einen, ja, Frühling, Sommer gedacht, aber ich dachte, ich ziehe sie jetzt einfach mal hier so drunter, das sieht man ja eh nicht, ich finde sie ganz schön. Die ist auch von H&M, die hat 10 Euro gekostet und die hat ein sehr, sehr gutes Material, was ich sagen muss. Sie ist auch ein bisschen länger geschnitten, also man kann sie wunderbar über eine Leggings anziehen. Und da es noch ein bisschen kalt ist, habe ich diesen Cardigan angezogen. Der ist von COS, von Collection of Style und den gibt es wirklich in jeder Großstadt. Der ist wirklich sehr, sehr gut und ich habe den schon Jahre und er ist qualitativ einfach super. Ja, darüber trage ich noch eine Kette, eine ganz normale Silberkette in lang mit so einem kleinen Herzchen dran. Die ist von Thomas Sabo und ja, ich liebe Thomas Sabo Schmuck und heute trage ich dazu diese Kette und noch diese Schuhe, die sind von French Connection. Die findet ihr auf asos.de und es sind so College-artige Schuhe, die habe ich euch schon mal in einem anderen Video von mir gezeigt. In meinem Asos Schuhhaul, da könnt ihr mal vorbeischauen. Das war es eigentlich zu meinem Outfit, nur wenn ich jetzt rausgehe, würde ich noch was anderes dazu anziehen. Das zeige ich euch jetzt. Zum einen würde ich noch einen, ja, dickeren Schal anziehen. Das ist auch einer von H&M. Der ist wirklich sehr, sehr lange. Und ja, so schaut er aus. Und ich habe, da es nicht mehr ganz so kühl ist, meinen khakifarbenen Parker rausgeholt. Ich mag den auch wirklich sehr, der ist auch von H&M. Ich bin heute ganz in H&M angezogen, was bei mir eigentlich gar nicht so häufig vorkommt. Und ja, den würde ich dazu einfach noch drüber tragen. So sieht er aus. Der hat hier auch noch so einen Gürtel, den kann man dann zumachen. Und ja, so sieht mein Outfit of the Day aus. Oh, meine ganzen Haare mal rausholen hier. Ja, so schaut das Outfit aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.